Samu Haber verdirbt Helene Fischer jetzt ihr Live-Comeback. Nach 4 Jahren Auszeit gibt Helene Fischer am Sonntag ihr großes Bühnen-Comeback. Doch Samu Haber ärgert die Schlager-Queen. Die Corona-Pandemie, eine kreative Auszeit und die Babypause, am kommenden Sonntag feiert Helene Fischer beim Snowpoint auf der kleinen Scheidegg in der Schweiz endlich ihr großes Live-Comeback. Doch ihre Rückkehr auf die große Bühne hätte sich die Schlagerkönigin sicherlich anders vorgestellt. Schuld daran ist Sunrise Avenue Frontmann Samu Haber. Rockkönig hängt Schlagerqueen ab. 4 Jahre ist es her, dass die 37-Jährige ihr letztes Konzert spielte. 4 Jahre, in denen Schlagerfans ihren atemlos Star nicht live performen sehen konnten. Einzig für Interviews und kurze TV-Auftritte wie bei Wetten, dass, um für ihr neues Album Rausch die Werbetrommel zu rühren, stand sie zur Verfügung. Viele fragen sich daher, wie wird Helene ihr großes Comeback wohl anlegen? Ist die Neomama bereits wieder fit genug, um wie ein Wirbelwind über die Bühne zu fegen? Oder lässt sie es auf 1034 Metern Seehöhe doch noch eher ruhig angehen? Die Vorzeichen für ein einzigartiges Konzerterlebnis stehen also gut, sollte man meinen. Daher überrascht es, dass es für die von vielen so lang ersehnte Bühnenrückkehr der Schlagerqueen noch immer Tickets zu kaufen gibt. Kurios, während für das Konzert von Helene Fischer und Lokalmatadorin Francine Jodi, Vorprogramm, am Sonntag noch Karten erhältlich sind, sind die 10.000 Tickets für den Auftritt von Sunrise Avenue Text zuvor bereits seit längerem restlos ausverkauft. Rockkönig Samu hängt die Schlagerqueen ab? Ob die Reise in die Berner Alpen für viele Schlagerfans wohl einfach zu aufwendig ist? Die Tickets zu teuer, 130 Euro für Erwachsene, oder ob es an der frühen Startzeit, 14 Uhr, des Konzerts liegt, ist unklar. Gut möglich, dass sich viele ihrer Anhänger auch bereits Karten für ihr Megakonzert am 21. August in der Münchner Messe vor bis zu 150.000 Menschen gekauft haben und deshalb passen. Schade. Dabei hat Helene ja 2018 selbst bewiesen, dass man auch im Schnee ordentlich Party machen kann, vor über 25.000 Fans in Eschkel.